Vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen hier bei der Coffee Lecture. Und ja, ich fange direkt an mit dem Thema. Wir haben recht viel vor. Es wird so sein, in der Präsentation zur linken Seite werden Sie meine Folien sehen und zur rechten Seite werde ich es gleich so machen, dass wir uns ein Beispielprojekt anschauen, damit Sie auch so ein bisschen an der grafischen Oberfläche von GitLab ein paar Dinge sehen können. Und ich erkläre dann anhand der Oberfläche manche Dinge und parallel dazu auf der linken Seite werden aber auch noch Folien dazu weiterlaufen. Das für Sie als Orientierung. Und dann beginnen wir auch schon. Ja, GitLab ist, ja, Folie, da. Was ist GitLab eigentlich? GitLab ist, wie Sie gleich sehen werden, auch eine Webanwendung. Das heißt, Sie können die im Browser einfach öffnen, dort benutzen. Und das macht es recht komfortabel, weil Sie natürlich nur einen Browser benutzen müssen und ein Browser ist mittlerweile auf jedem Computer vorhanden, sodass viele Leute diese Software benutzen können. Die Versionsverwaltung mit Git ist wesentlicher Bestandteil von GitLab. GitLab selbst strickt sozusagen um diese Versionsverwaltung ganz viele Werkzeuge. Und im Grunde dreht sich alles bei GitLab um die Organisation von Projekten innerhalb von GitLab. Und diese Projekte implizieren, dass sie Git benutzen. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, dass GitLab einfach dahingehend dann eine ganz große Kollaborationsplattform ist. Also von GitLab gibt es zum einen das von GitLab, der Firma selbst gehostete GitLab.com. Und das ist zum Beispiel eine ganz große Kollaborationsplattform für viele Open-Source-Projekte, aber auch andere Softwareprojekte, ähnlich wie das der Konkurrent GitHub zum Teil auch macht, der vielleicht bei dem einen oder anderen auch bekannter ist als GitLab. Und GitLab verfolgt bei seinem Ansatz ein paar Prämissen, wie Sie jetzt auch schon aus meinen Schilderungen vielleicht entnehmen können. Und zwar geht es darum, globale Projektteams miteinander zusammenzubringen, die vornehmlich im Bereich der Softwareentwicklung tätig sind. Die Idee ist dann, ihnen eine möglichst asynchrone Kommunikation zu ermöglichen über Themen rund um diese Softwareprojekte und aber auch die Dokumentation von Prozessen und den Austausch von Wissen zu ermöglichen. GitLab selbst spricht ganz häufig von Single Source of Truth, also einzige Quelle der Wahrheit soll ein GitLab-Projekt sein zu einem bestimmten Projekt selbst dann halt, also dass Sie nicht zum Beispiel in tausend von E-Mails nochmal wühlen müssen, wie jetzt mit Mitarbeitern über dieses Projekt kommuniziert wurde, sondern alles kann sich oder soll sich über GitLab abbilden lassen, sodass Sie dort einen einzigen Punkt haben, zu dem Sie immer gehen, um Informationen zu dem Projekt zu finden. Und ganz wichtig ist auch, dass der gesamte Arbeitsablauf sich ja doch recht wesentlich an Dingen auch orientiert, die Git selbst mitbringt. Und dazu müssen wir noch mal kurz sagen, GitLab und Git, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Git ist die Versionsverwaltungssoftware, die können Sie unabhängig von GitLab oder auch GitHub benutzen bei sich lokal auf dem Computer und können auch mit anderen sich austauschen. Und GitLab bietet dahingehend auf Git aufbauen, zusätzliche Funktionen, die dann für Teams relevant werden, die Git benutzen. Und das Spannende ist jetzt, warum wir das hier auch vorstellen, dass viele dieser Funktionalitäten nicht nur relevant sind für Leute, die Software bauen, sondern eigentlich generell für Leute, die Projektarbeit machen oder die in Teams arbeiten und zum Beispiel Texte bearbeiten oder kleinere wissenschaftliche Skripte schreiben und ähnliches. Was bietet GitLab uns? GitLab bietet uns dazu, um diese Aufgaben zu erfüllen, mehrere Dinge. Also natürlich, was man immer so braucht, sind so Nutzer und Gruppen, um irgendwelche Organisationsstrukturen der Menschen abzubilden. Und zusätzlich halt als wesentliches Feature diese Projektorganisation. Und Projekte sind eigentlich so eine Entität, unter der dann viele andere Features von GitLab zusammengefasst werden. Das sind diese Repositorien, in denen dann der Git-Teil sozusagen abgebildet ist. Es gibt Issues, was ein ganz tolles Feature ist, wo man auch einen Einstieg finden kann, wenn man mit Git nichts macht. Es gibt das Wiki und es gibt einen ganzen Haufen an mehr Features, die nicht unbedingt sofort hilfreich sind, weil Sie sehen gleich an der Oberfläche, es bietet sehr viel Input und man ist leicht davor, überwältigt zu werden vor dem Input und dann muss man immer ein bisschen gucken, dass man vielleicht mit den Kerndingern anfängt. GitLab wird hier bei uns an der UB für Sie gehostet, also für alle Mitglieder der Universität, die eine Kennung vom HRZ bekommen haben. Die können sich dort mit ihrer Nutzerkennung und ihrem Passwort einloggen und es dann einfach benutzen. Und wie das dann aussieht, darauf will ich jetzt kommen. Jetzt versuche ich hier mal meine tolle Aufteilung ein bisschen zu ändern, dass Sie das kennen können. Wenn Sie sich dann eingeloggt haben und ein Projekt ausgewählt haben,
Stürzt auch nicht ab. Super. Dann begrüßt sie hier so ein Bildschirm. Ich habe jetzt hier ein Beispielprojekt angelegt und die sind in der Darstellung immer gleich aufgebaut. Sie sehen hier, wie das Projekt heißt. Sie können hier einen tollen Icon festlegen. Und dann merken Sie schon, was ich gerade sagte, mit dem eventuell etwas überwältigen. Es gibt ziemlich viele Knöpfe, Darstellungen und im ersten Moment weiß man vielleicht gar nicht so genau, was man damit anfangen soll. Ich will hier nicht auf alles eingehen, aber auf ein paar ganz wichtige. Für den einen oder anderen ist es, denke ich, sicherlich wichtig zu wissen, dass Sie hier selber schon mal bestimmen können, ob ein Projekt jetzt privat ist, also nur für Sie sichtbar, ob das innerhalb der JLU sichtbar ist, das wäre dann so ein Schildsymbol hier, oder ob es vielleicht sogar ganz global, ganz öffentlich ist. Das ist je nach Geschmack. Manchmal hat man Sachen, die möchte man vielleicht allen teilen und manchmal möchte man nur für sich arbeiten oder mit einem kleinen Team zusammen. Und wenn Sie dann hier in dieser Oberfläche mal weiterschauen, dann gibt es hier eins, was recht hervorstechend ist. Hier habe ich irgendwie wohl was getan, nämlich neue Datei in Ordner hingefügt, auch direkt noch einen Tippfehler reingebaut und Beispieltexte eingetragen. Und hier begrüßt Sie eigentlich schon immer der Teil, der mit Git zu tun hat. Und Git übernimmt für Sie im Hintergrund die Versionsverwaltung Ihrer Dateien, die Sie dann hier im unteren Teil sehen. Ich versuche mal, meinen Cursor auch ein bisschen hier deutlicher zu machen. Sie können hier einfach in ein Git-Repositorium dann Dateien einlegen. Idealerweise nehmen Sie Textdateien, weil mit Textdateien oder Nicht-Binärdateien funktioniert die Versionsverwaltung besser oder überhaupt erst richtig gut. Für Binärdateien müssten Sie ein paar Umwege gehen, die den Rahmen dieses Vortrags hier doch schwer sprengen. Und ich finde das Schöne an diesen Startseiten ist immer, dass Sie direkt hier auch so ein paar Hilfsdateien angeboten bekommen, die für Projekte eigentlich super sind. Ja, Sie werden eigentlich immer genötigt, eine README auszufüllen, die Sie dann hier vorne direkt begrüßt und Sie bekommen Überblick, was, oder Sie sollten in der README selber schreiben, worum es in dem Projekt geht und was hier gemacht werden soll und vielleicht auch direkt beschreiben, wie man teilhaben kann an dem Projekt. Und das Tolle an den Projekten ist, dass sie eigentlich dann auch für Teams der zentrale Ort der Zusammenarbeit werden. Ich will das jetzt hier gerade mal am Beispiel der, ne, warum klappt er nicht auf? Jetzt klappt er auf. Am Beispiel der Issues zeigen, weil sie haben hier die Möglichkeit, jetzt, also fiktives Szenario, sie arbeiten beispielsweise an einer wissenschaftlichen Auswertung und schreiben dafür Skripte in meinetwegen Python oder sie schreiben einen wissenschaftlichen Text und mögen es, in Textdateien zu arbeiten, die nicht Word-DocX sind, dann haben Sie hier die Möglichkeiten, zum Beispiel Aufgabenteile festzulegen. Ja, also Sie können hier, ich habe mir mal ein Beispiel entworfen mit einem Kollegen zusammen, ein Ticket neu anlegen. Das kriegt dann einfach ganz klassischen Titel. Da können Sie hier eine Aufgabenbeschreibung machen. Ja, der Computer ist heute leider etwas langsam. Entschuldigung. Also es liegt nicht an GitLab, es liegt daran, dass ich sehr viele Fenster hier geöffnet habe, um diese Präsentation abhalten zu können. Und auch hier ist wieder so ein bisschen die Gefahr, dass man überwältigt wird von Inhalt. Deswegen auch hier ganz kurz so die wesentlichsten Punkte. Sie können immer festlegen, welchen Titel diese Aufgabe hat und hier eine Aufgabenbeschreibung festlegen. Sie haben hier die Möglichkeit, diese Aufgabe einer Person zuzuweisen. Das muss nicht unbedingt die Person sein, die die Aufgabe wirklich erfüllt, aber durch diese Verbindlichkeit eine Person ist es häufig, auch in der Praxis haben wir gemerkt, ganz gut, weil diese Person treibt dieses Anliegen oder diese Aufgabe voran. Sie können Fälligkeitsdaten festlegen und Meilensteine daran binden, die Aufgabe an Meilensteine binden, um einfach so eine Zeitplanung auch zu etablieren. Und Sie können hier über sogenannte Labels, also einfach ja, Text oder Klassifikationen festlegen, in welchen Bereich das fallen soll. Und das wird später auch nochmal wichtig. Und ich finde, eines der schönsten Elemente ist hier letzten Endes, dass wir jetzt hier zum einen sehen, wie diese Aufgabe bearbeitet wurde und zum anderen der Kollege Waldschmidt-Dietz und ich uns hier einfach darüber austauschen können zu diesen konkreten Anliegen. Und es ist vielleicht auch eine persönliche Geschmackssache, aber ich bin kein großer Freund dieser ganzen E-Mail-Konversationen, die sehr ausarten können oder wenn Sie das vielleicht noch kennen, diese Versionierungszirkel, die man mit DocX-Dateien veranstaltet, die dann immer über E-Mail rumgehen. Das können Sie sich hiermit eigentlich komplett ersparen. Und alle, die vielleicht noch im Nachgang hinzukommen, die brauchen auch die E-Mail-Konversation nicht mehr lesen, sondern die sehen hier die Konversation zum Thema.
Das heißt also, wir haben hier einen zentralen Kommunikationsort und haben eigentlich auch schon eine Art von Dokumentation, was eigentlich gelaufen ist. Und die Vorteile sind dann zum einen, dass ich hier halt asynchron kommunizieren kann. Das war jetzt in Zeiten von Corona mit viel Homeoffice und kein Flurfunk etc. immer ganz nützlich. Und sie sind auch, je nachdem, was sie machen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein öffentliches Projekt haben, recht transparent ihren Nutzern gegenüber. Das kann man wollen, das kann man auch ablehnen, aber die Möglichkeit hätten sie hier. Und ein weiteres tolles Ding ist, dass ich jetzt hier, wenn ich den Text editiere, zum Beispiel auch Hyperlinks einbauen. Und so bekommen Sie eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, viele Informationshäppchen auch miteinander zu verbinden, sodass Sie eigentlich bei der Kommunikation hier über Themen direkt auch eine Art Dokumentation und ja, Neudeutsch vielleicht so Knowledge Base beginnen, ja, dass die Dinge miteinander verknüpft sind. Und dass die Dinge miteinander verknüpft sind, das ist auch ein Punkt in GitLab, der ganz wesentlich ist. Den stelle ich gleich noch vor. Sie haben vielleicht noch, ganz kurzer Exkurs, gleich gemerkt, dass hier irgendwie das ein bisschen seltsam aussieht. Also das ist jetzt kein reiner Text. Und das liegt daran, dass GitLab ganz deutlich darauf setzt, Text hier immer in Markdown zu schreiben. Das ist eine, ja, Auszeichnungssprache, sehr leichtgewichtig, mit dem Fokus, dass es sowohl menschenlesbar ist, als auch nachher sich ganz gut in Maschinenformate umtransformieren lässt und die Formatierung, ja, nicht zu sehr eingreift in das, was da geschrieben ist. Und die Idee dahinter ist, dass eigentlich dann jeder diesen Text immer noch lesen kann und man kein spezielles Programm benötigt. Also auch eine gewisse, ja, Transparenz- und Interoperabilitätsgedanke. Und sämtliche Texte, die Sie hier in dem System schreiben, verlangen eigentlich von Ihnen immer, wenn Sie eine Formatierung wollen, dass Sie das hier in Markdown schreiben. Und für Einsteiger gibt es ja auch immer noch mal alles zum Klicken, sodass das eigentlich keine große Hürde darstellt. So, ich sagte gerade, der Fokus hier ist, das ist alles miteinander vernetzt. Und ich habe hier leider meine Folien in der falschen Reihenfolge. Ich gehe erst noch mal auf das Thema Merge Requests ein. Was ist ein Merge Request? Komisches Wort oder irgendwie ein bisschen klingt fremd. Und am besten kann man sich das denken als Änderungsantrag. So übersetze ich das immer in Kursen am Anfang, weil das Schöne hier ist, Sie haben jetzt eine Aufgabe, zum Beispiel, was ich hier geschrieben hatte, Antragsentwurf für Förderprogramm XZ1 erstellen. Und das würde ja jetzt bedeuten, dass ich irgendwo konkret Text anfange zu bearbeiten. Und wenn ich jetzt hier auf Erstelle Merge Request klicke, dann macht GitLab Folgendes: Es legt automatisch einen sogenannten Branch an. Das ist Teil der Versionierung. Das kann man sich im Grunde so vorstellen wie eine neue Version, die begonnen wird. Und das Schöne daran ist, dass das immer parallel existiert. Also die neue Version und die alte Version existieren parallel und dieser Änderungsantrag organisiert sozusagen den Workflow von uns Arbeitenden, wie wir diese Änderungen jetzt in die alte Version integrieren können und gibt uns dazu Möglichkeiten, diese Aufgabe miteinander zu verknüpfen. Ich gehe jetzt hier mal kurz rüber in einen bestehenden Merge-Request, weil der ein bisschen anschaulicher ist als jetzt das reine Erstellen. Und Sie sehen auch immer, GitLab benennt das hier direkt mit Resolve, also es löst eine bestimmte Aufgabe. Und die sehen im ersten Moment auch sehr ähnlich aus wie die Issues, indem Sie hier oben auch wieder eine Beschreibung haben. Sie können hier einen Titel festlegen. Sie können jemanden damit beauftragen, das zu tun. Und das Coole ist aber, dass Sie hier sehr transparent Änderungen sehen können und auch wiederum Kommentare dazu abgeben können, wo was geändert wurde. Das heißt also im Grunde, wenn Sie an diese Word-Doc-Kommentierzirkel denken, die per E-Mail rumgehen, haben Sie das hier online abgebildet, nur dass mehr oder weniger alle gleichzeitig dabei sind und hier gezielt auch, wie man das sonst kennt, einzelne Zeilen jetzt zum Beispiel kommentieren könnten, um mit einem Verbesserungsvorschlag versehen, das habe ich jetzt hier gemacht. Und jetzt kann der Autor oder die Autorin gezielt diese Änderung vornehmen. Und dieser Änderungszyklus bleibt hier in diesem Merge-Request bestehen und kann dann, wenn es fertig ist, über einen sogenannten Merge, also das Zusammenführen von diesem Änderungsantrag in den Hauptzweig übernommen werden.
Und sie haben jetzt hier noch so tolle Zusatzsachen, wie dass man jetzt zum Beispiel bestimmte Änderungen hochvoten kann oder so. Das richtet sich eher an größere Communities als an kleine Projektteams oder an Menschen, die jetzt zum Beispiel sehr bekannte Software pflegen, die darüber ihre Community befragen können. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf die Folie zurück. Die Nutzer und ihre Rollen. Ich hatte ja zu Eingang schon gesagt, es gibt Nutzer und Gruppen. Und die Nutzer sehen Sie hier auch an den Zahlen, dass sie eine Hierarchie etabliert. Also sie können zum Beispiel Guests von außerhalb reinholen in ihr System oder in ihr System, in ihr Projekt, wenn sie jetzt zum Beispiel ein öffentliches Projekt pflegen. Sie haben die Rolle eines Reporters, der im Endeffekt nur zum Beispiel Issues, also Tickets anlegt und bestimmte Probleme melden kann. Sie haben die Möglichkeit, jemanden als Entwickler einzusetzen in ihrem Projekt, der dann schon in der Lage ist, solche Merge-Requests hier aufzulegen, der aber noch nicht zum Beispiel in ihre finale Version hineinmergen darf. Das ist jemand, der dann hier den Maintainer spielt oder der Maintainer ist, der also mehr oder weniger hauptverantwortlich für die Pflege des Projektes ist. Und es gibt immer noch einen Projekteigentümer und der in der Praxis sich häufig nicht so sehr vom Maintainer unterscheidet, aber in der Rechtehierarchie von GitLab noch mal ein paar extra Rechte besitzt. Und die Gruppen sind auch noch mal ein wichtiger Punkt, denn mit diesen Gruppen können wir, ich zeige das ganz kurz mal, Sie haben hier die Projektinformationen und dann haben Sie hier Ihre Mitglieder. Und über die Gruppen können Sie letztlich auch wieder Hierarchien oder Zuständigkeiten in Ihrem eigenen Team modellieren und diese dann auch weitervererben. Also jemand, der in einer Gruppe bestimmte Rechte hat und ein Projekt wird dann einer Gruppe zugeordnet, diese Rechte gehen dann auch in dem Projekt direkt über. Das heißt, man kann also entweder sagen, es gibt eine sehr gleichmäßige Gruppe, die überall die gleichen Rechte hat. Wenn man das nicht möchte, hält man seine Gruppen vielleicht ein bisschen kleiner und zieht Leute Gruppen projektspezifisch hinzu und verteilt dann die Rechte. Weil wie Sie sehen, könnte ich jetzt hier zum Beispiel dem Kollegen, der kein Mitglied der Gruppe ist, könnte ich jetzt hier gesondert Rechte zuweisen. Ansonsten wäre das ausgegraut und ich könnte ihm die Rechte nicht ohne weiteres ändern, ohne dass ich seine Gruppenrechte ändere. Das ist nochmal so ein ganz guter Mechanismus, der aber auch nicht immer sofort, nicht so trivial im ersten Moment oder nicht unbedingt immer so läuft, wie man es im ersten Moment denkt. Das ist so ein bisschen wie diese verschachtelten Puppen, die muss man irgendwie immer so als Bild im Hintergrund haben. So, jetzt wäre ich erstmal soweit mit meinen Erläuterungen fertig und ich vermute, es gibt irgendwie die eine oder andere Frage. Das fände ich eigentlich ganz gut, wenn wir noch so ein bisschen fragenorientiert hier ein paar Sachen durchgehen würden. Also meiner Meinung nach würde sich gut eignen, zum Beispiel eine Publikation zu schreiben. Das hat allerdings den Beigeschmack, dass man sich von dem, sag ich mal, bei vielen etablierten Ablauf mit Word verabschieden müsste, weil Word-Docs leider nicht einfach nur Text sind, sondern halt ein recht komplexes Datenformat sind. Man müsste also auf Textdateien umschwenken. Aber dann hätte ich eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, hier auch gerade in größeren Arbeitsgruppen das ganze Team damit reinzuholen und den Arbeitsprozess darüber abzubilden. Also das ist auch was, was man häufiger liest. Was ich auch super anbieten würde, und das weiß ich auch, dass das viele machen, ist einfach Software, also im wissenschaftlichen Umfeld sind es ja meistens Auswertungsskripte oder ähnliches, darüber zu versionieren, zu bearbeiten. Das erfordert dann meistens auch nochmal den Einstieg in Git und diesen Git-Teil habe ich jetzt versucht aktiv hier ein bisschen klein zu halten, weil das eventuell den Rahmen zu sehr gesprengt hätte. Das ist ein guter Use Case. Es gibt Leute, die schreiben Bücher mit Git und GitLab oder GitHub. Also die Möglichkeiten sind recht vielfältig. Ja. Also man kann es auch im Grunde den ganzen Git-Teil recht weit ignorieren und dahingehend einfach nur versuchen, die Issues zu nutzen und den Kommunikationsteil mehr auszureizen. Also es hat sehr viel Funktionen, die man auch ein bisschen für sich umbiegen kann, sage ich jetzt mal, im besten Fall. Also am besten ist einfach, man fängt mal an und probiert es auch so ein bisschen aus und guckt mal, ob das was für einen ist, weil man muss auch dazu sagen, es gibt schon eine relativ
Deutliche Lernkurve, ja, deutliche Lernkurve. Also unangenehm ist sie noch nicht, aber es ist jetzt auch nicht, ich klicke da und ich weiß sofort und viel mehr gibt es nicht, sondern man sieht ja schon am Interface, da gibt es einiges. Super Frage. Dann müssten wir jetzt eigentlich noch einen Vortrag zu Pandoc machen. Weil Pandoc ist zum Beispiel, wäre jetzt ein super Anschlussverfahren. Das ist so eine Art Schweizer Taschenmesser für Text letzten Endes. Damit kann man aus Textdateien relativ einfach PDF-Dokumente oder auch DocX oder was sie sonst so an Formaten verwenden. EPUB, HTML wird auch gehen. Das könnte man zum Beispiel als Anschluss verwenden. Grundsätzlich ist die Idee von GitLab, dass sie eigentlich auch ein lokales Git-Repository haben, und da schlittern wir jetzt dann doch in diesen Git-Teil sehr deutlich rein, weil normalerweise läuft es so, sie arbeiten lokal und synchronisieren dann mit dem GitLab. Und wenn sie es bei sich lokal haben, haben sie auch alle Möglichkeiten zum Export oder beziehungsweise können damit weiterarbeiten, wie sie wollen. Und ja, jetzt verzettel ich mich mal gerade hier ein bisschen in der Antwort, aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, aber es hat halt wieder eine zusätzliche Lernkurve. Also es ist für Menschen, die sehr gewohnt sind an DocX, hat es eine große oder an Word hat es eine große Schwelle, die aber viele Vorteile hat, weil soweit ich weiß, kann man mit Word nicht vernünftig versionieren, es sei denn, man macht eine Dateinamenversionierung, die halt sehr umfangreich werden kann. Und ich kann das ja hier noch mal ganz kurz versuchen zu zeigen. Ich habe jetzt hier meine Commits und immer wenn ich sozusagen eine neue Version anlege, dann erzeuge ich hier einen Commit. Das ist, müssen Sie sich vorstellen, wie ein Schnappschuss von der Datei, die Sie geändert haben. Und ich habe jetzt hier, wie Sie in der Historie sehen, immer häufig die README bearbeitet und einmal habe ich noch eine Lizenz hinzugefügt. Und wenn Sie diesen Mechanismus verwenden, der Commit geht lokal als auch hier in GitLab, dann erzeugen Sie eigentlich permanent eine sehr aufschlussreiche Historie Ihrer Daten. Und gerade bei ein bisschen komplizierteren Projekten, die auch mehrere Dateien haben, ist das eigentlich nicht zu schlagen, in meinen Augen. Also das ist eigentlich der Kern nachher, der den Umstieg wirklich lohnt.